Einen wunderschönen guten Morgen zu den täglich neuen Handelsideen präsentiert von Tickmill. Heute ist Donnerstag, der 19. April und ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen zu der Besprechung der aktuellen Ideen für den heutigen Handelstag und zwar hier direkt auf Facebook live und dann im Nachgang natürlich die Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal. Also alles Dinge, die interessant sind, die besprechen wir heute. Der Blog-Eintrag ist natürlich auch direkt wieder auf der Website von blog.tickmill.com im System zu sehen. Das heißt hier an dieser Stelle, wenn Sie mögen, schauen Sie ruhig jeden Morgen so circa 8 Uhr einfach mal im Blog von Tickmill vorbei, um die aktuellen Handelsideen auch anzuschauen, beziehungsweise natürlich, wenn Sie diesen Blog auf Facebook verfolgen, dann schauen Sie einfach auf Facebook vorbei. Da können Sie die aktuellen Handelsideen dann auch direkt sehen. Worum geht es in diesem Webinar? Darauf schauen wir gleich, wenn der Risikohinweis besprochen wird. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Ja, gestern war Mittwoch, gestern war wieder ein Tag, an dem es Nachrichten über den Ölpreis gab. Wir hatten in der Prognose, das hatten wir ja gestern auch besprochen, hatten wir eine Erwartung eines Rückgangs von 0, also von 500.000 Barrel. Am Ende war es ein fast doppelt so hoher Rückgang und das hat natürlich dann direkt auch Spuren im Chart hinterlassen. Schauen wir mal ganz kurz auf den Ölpreis. Schauen Sie sich's an, was hier gestern passiert ist. Diese Kerze, diese große grüne Kerze, die den Bruch nach oben gemacht hat, war wunderbar eine Reaktion auf den direkten Markt. Ausgang der Nachrichten. Ne? Wir hatten hier am Vortag, also am Dienstag, auch eine schöne Umkehrkerze hier im Trendverlauf dieses Charts zu sehen. Das konnte man auch gut für das Trading nutzen. Ja, und dann sehen Sie selbst, was hier entsprechend auch im Markt passiert ist. Die Nachrichten wurden extrem positiv aufgenommen. Die Erwartungen sind angestiegen und dann ging es einfach nach oben. Im Vorfeld zu diesen Nachrichten haben Sie gesehen, da ist der Markt etwas nach unten tendiert, aber die Nachrichten waren so gut, dass der Markt hier nach oben gestoßen ist. Momentan sehen wir hier ein Korrekturmuster einer Seitwärts-Range. Das ist auch immer relativ interessant, solche Ranges auch zu sehen. Im Trendverlauf passiert es häufig, dass diese einfach nach oben durchbrochen werden und man dann entsprechend auch für das kurzfristige Trading, wir sind ja hier im Stundenchart, positive Tendenzen für die Trades im kurzfristigen Bereich auch herausfinden kann. Also hier eine kleine Seitwärtsphase jetzt über die letzten Stunden in der Nacht. Mal schauen, was hier am Tage daraus wird. Ansonsten die Indizes gestern auch sehr vernünftig auch unterwegs gewesen. Das Einzige, was ich hier ein bisschen, was mir aufgefallen ist an den Indizes, ist, dass es bei einigen Indizes sogenannte Doji-Kerzen gab, die in dem Marktverlauf an dieser Stelle, wo sie jetzt auch auftauchen, so ein bisschen eine Unsicherheit, eine Unentschlossenheit der Marktteilnehmer herausgibt. Es ist jetzt nichts Schlimmes, man muss das Ganze erstmal in der Bestätigung sehen, man weiß nicht, was daraus wird, ob es wirklich nur ein kurzes Durchatmen war oder ob es Unentschlossenheit war und nach den starken Kursbewegungen der vorangegangenen Tage eine kleine Konsolidierung einsetzt. Das wird man sehen, das wird der Markt uns zeigen. Mir ist es nur aufgefallen, dass es doch bei einigen Indizes gestern auch der Fall gewesen ist. Und dann an dieser Stelle mal noch eine Sache, die ich auch in der gestrigen, quasi im gestrigen Handelsverlauf auch schön gesehen hatte. Wir hatten gestern über das Währungspaar britischer Pfund US-Dollar gesprochen und da hatten wir gesehen, hier gab es am Vortag eine solche Umkehrkerze in der Verortung hier in diesem langen, schönen Bewegungsablauf, den wir hatten. Diese Umkehrkerze wurde dann auch bestätigt und schauen Sie die kurzfristigen Ziele, die wir da gestern hatten, wo er kurzfristig hätte reinlaufen können im Stundenchart, die sind auch alle schön abkassiert worden. Das heißt, die Kerze wurde bestätigt. Damit sehen Sie auch einmal, wie gut die Charttechnik funktioniert, um gewisse Handelsideen vom Prinzip her auch zu kreieren, um damit dann entsprechend umzugehen. So viel
zu gestern kommen wir dann zu den Handelsideen für den heutigen Tag. Da habe ich für Sie vorbereitet den Schweizer Index, den Swiss 20, den UK 100, den britischen Aktienindex und dann noch ein Währungspaar, und zwar Schweizer Franken, japanischer Yen, wieder in einer interessanten Situation im Chart. Und ich starte ganz gleich mit dem Index der Schweiz, und zwar auf dem Tageschart. Ich ziehe das für Sie einmal direkt hier auch rein. Jetzt muss ich nochmal sehen, dass ich das in den hineinlege, wo ich die Vorbereitung auch für Sie gemacht habe, damit wir die Linien hier direkt auch sehen, die ich für Sie im Markt vom Prinzip her auch hinterlassen habe. So, dann schauen wir mal in den Tageschart hinein und ich zeige Ihnen auch gleich, worauf es mir hier im Prinzip ankommt. Also wenn wir uns mal hier beim Schweizer Aktienindex das große Gesamtbild anschauen, dann wird natürlich eins ganz klar: Wir sind hier momentan weiterhin in einem abwärtsgerichteten Markt. Das ist diese Stelle hier an dieser Seite. Wir sehen, wir haben fallende Hochpunkte, wir haben fallende Tiefpunkte. Also alles das sind Dinge, die für einen fallenden Markt, also für einen Abwärtstrend sprechen. Jetzt haben wir hier untergeordnet einen Aufwärtstrend gebildet, der hier natürlich aktuell noch die Korrektur dieses großen Trends, den ich hier eingegliedert habe, auch definitiv besteht. Das heißt, wir haben hier eine Korrektur nach oben und wir hatten gestern hier diese Kerze, diese starke Umkehrkerze. In Börsenjargon nennt man diese Kerzen auch Gravestone Candles. Die zeigen einfach, dass der Markt hier euphorisch nach oben hinaufgelaufen ist. Also auch eine schöne lange Bewegung. Schauen Sie direkt auch in diesen Widerstandsbereich hier oben rein. Was haben wir hier unten? Um die knapp 8.900 Punkte in diesem Markt. Diese Kerze wurde wieder komplett abverkauft und der Tag hat gestern nahezu unverändert geschlossen. Also es gab keinen wirklichen Preisfortschritt an dieser Stelle. Das kann also heißen, dass die Marktteilnehmer hier genügend gekauft haben, dass die Käuferseite plötzlich leer wird, die Verkäuferseite überhand nimmt und der Markt nach unten geht. Heißt auch an dieser Stelle, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier eine Bestätigung auch dieser Kerze abwarten, weil der Markt ist weiterhin hier untergeordnet aufwärts gerichtet, steht weit in der Bewegung, kann ein bisschen korrigieren und dann auch relativ schnell wieder nach oben laufen. Kommt es hier zu einer Bestätigung dieser Kerze, dann ist die Situation gegeben, dass wir durchaus, so wie wir das gestern auch beim gerade besprochenen Währungspaar im Cable gesehen haben, dass der Markt erstmal hier ein bisschen zur Korrektur ansetzt. Wenn wir jetzt ein wenig Bestätigung dazu holen möchten, dann ist es gut, wenn wir hier in den Stundenchart beispielsweise mal einen Blick hineinschauen. Bildet sich hier beispielsweise ein Abwärtstrend, dann wäre das eine Bestätigung und auf Tagesbasis würde das dann natürlich bedeuten, dass der Markt hier unten unter diese Tiefs läuft und dann Stück für Stück hier in der Stunde einen gewissen Abwärtstrend bildet. Die nächste Unterstützung hier im Tageschart ist ersichtlich hier bei knapp 8000, um die 800 Punkte im entsprechenden Index. Auf der anderen Seite, wenn der Markt sagt, okay, wir wollen doch weiterkaufen, das heißt, die aktuelle Stärke bleibt bestehen, es hat sich nur um eine ganz kurzfristige Korrektur gehandelt, dann ist natürlich der nächste Anlaufpunkt wieder hier oben, die 8.900 Punkte als erstes und danach, wenn diese Punkte gebrochen werden und der Markt bleibt weiter stark und die allgemeine weltweite wirtschaftliche Lage und auch die Lage an den Indizes bleibt positiv, dann besteht hier natürlich auch die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstieges nach oben. Kurzfristig könnte es Korrektur geben, wir werden sehen, was der Markt darauf legt. Fokus hier auf dieses Signal von gestern und schauen, was der Markt entsprechend daraus macht. Bleiben wir bei den Indizes und wechseln wir nach Großbritannien. So, Kürzel UK 100. Spannende Geschichte, was wir hier haben. Was sehen wir hier? Ganz klar, wo ist der Markt gestern hingelaufen? Wir haben zwei schöne nach oben laufende dynamische Tage gehabt. Sehen Sie, wo der Markt gestern geschlossen hat? Mitten in diesem Unterstützung bzw. wieder, das ist keine Unterstützung, der Widerstandsbereich hier oben bei einem Punktestand an diesem, nahe diesem Hoch, was wir hier hatten, im, wann war es gewesen? Am 27. und 26. Februar hatten wir hier diese entsprechenden Hochs. Da läuft der Markt wieder rein, schön dynamisch oben hineingelaufen. Das ist jetzt ein wichtiger Sachverhalt, eine wichtige Marke. Sie wissen, da schaue ich auch gern hin, weil an diesen Punkten können einfach zwei Dinge passieren. Zum Ersten, hier untergeordnet, wir haben natürlich einen schönen
untergeordneten dynamischen Aufwärtstrend jetzt hier gesehen, der ein Stück weit in seiner Bewegung läuft. Das heißt, aus Gesichtspunkt des Trendhandels wäre es schon zu erwarten, dass der Markt schön weiter nach oben laufen kann, zumindest mittelfristig. Aber kurzfristig sind wir halt in diesem Widerstandsbereich. Und innerhalb solcher Widerstandsbereiche, wissen Sie selbst, kann es immer mal so ein bisschen zu Bewegungen hin und her kommen. Das heißt, das Szenario Nummer eins, was hier passieren kann, ist, dass der Markt, ähnlich wie es hier gemacht hat, in diesen Bereich hineingelaufen ist, dann korrigiert hat, dass er ja hier in diesen Bereich hineinläuft und dann ein Stück weit nach unten korrigiert. Ja, das ist wichtig, weil wir vom Prinzip her hier direkt die Märkte vom Prinzip her in diesem Bereich mitlaufen sehen. Heute Morgen kommen auch ein paar Wirtschaftsnachrichten noch in Großbritannien um 10.30 Uhr. Das heißt, der Markt wird hier warten. Wir werden sehen, was passiert. Mit Blick in den Stundenchart hinein sehen wir hier diese ganz starke Aufwärtsdynamik. Momentan eine etwas Seitwärtsbewegung. Das heißt, momentan haben wir hier noch keine klare Lage. Was wir hier einfach auf der Uhr haben sollten, ist der Punkt, entweder wir bekommen hier ein wenig Korrektur, dann könnte man etwas nach unten traden. Im kurzfristigen Bereich könnte es durchaus hier bis in die Unterstützungsbereiche um die 7228 bzw. dann hier unten 7190 hineinlaufen, ohne das gesamte übergeordnete Bild in irgendeiner Art und Weise negativ zu beeinflussen. Wie schon gesagt, eine weitere Stärke würde dann im Endeffekt den Bruch der ganzen Geschichte hier bedeuten, definitiv auch über diese Hochs hier drüber gehen, also auch hier das Bild deutlich positiv, Aufwärtstrend ist dann schön im Markt vorhanden, hat die ganzen letzten Hochs hier entsprechend auch rausgenommen, also das ist auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, die wir haben. Das erste Hoch ist ja schon weggegangen, wenn Sie sich mal diesen Trend nach unten halt anschauen, sind wir hier schon drüber gegangen, also hier jetzt eine wichtige Entscheidungsmarke in diesem Bereich auch. Und dann natürlich hier noch die dritte Handelsidee für den heutigen Tag, und zwar Schweizer Franken, japanischer Yen. Da schauen wir auch mal in den Tages- und in den Stundenchart hinein. Schweizer Franken, japanischer Yen, hier haben wir ihn. Haben wir gestern auch schon mal ganz kurz angesprochen. Wie sieht die Situation hier in diesem Chart aus? Sehr spannende Geschichte, wenn man mal anschaut, wo der Markt hier hin und her gelaufen ist. Das heißt, wir haben ja hier einen Bereich am Boden im unteren Segment. Ich mache Ihnen das mal ganz kurz etwas größer, damit wir es besser sehen können. Wir haben hier eine Range, in der der Markt hin und her gependelt ist, auf der Unterseite bei ungefähr 110,6 und hier oben auf der Oberseite bei 112, knapp 1. In diesem Bereich ist der Markt immer wieder hin und her gelaufen, und wir hatten hier gestern eine erste Kerze, wo der Markt hat mal versucht, ein bisschen nach oben zu laufen, und heute Morgen sieht es auch wieder so aus, dass der Markt so ein bisschen hoch tendiert. Das heißt, das sind so erste Tendenzen, wo wir sehen können, der Markt dreht eventuell an dieser Linie wieder nach oben ab. Und da ist es wichtig, natürlich im Hinterkopf zu haben, was passiert denn in den kleineren Zeiteinheiten. Und wenn wir hier mal in die Stunde hineinsehen, dann sehen wir das Kursbild, was die gestrige Kerze erzeugte. Das heißt, wir sind nach oben gelaufen und wurde wieder abverkauft, aber der Markt wollte dann auch nicht runter, sondern ist direkt nach oben gelaufen, testet hier diesen Bereich, diese kleine untergeordnete Range zwischen 110,6 und hier oben auf der Oberseite 111, so ein Stückchen weit aus. Er will immer wieder oben ran, das ist das, was wir momentan sehen. Das heißt, das Szenario hier, wenn der Markt es schafft, über dieses Hoch drüber zu laufen, dann haben wir hier in der Stunde ein Muster, wo diese erste anfängliche Aufwärtsdynamik von gestern etwas bestätigt wurde. Das heißt, wir haben dann auch relativ gute Karten, wenn diese Dynamik erhalten bleibt, dass der Markt wieder schön hier oben hineinläuft in diesen oberen Range-Bereich zurück um die 112,1. Das ist das Ziel dieser ersten Handelsidee. Und auf dem Weg dorthin gibt es natürlich auch noch ein paar Kursmarken, die hier interessant sind. Und zwar schauen wir da einfach mal in den Verlauf dieser Abwärtsbewegung hier, die wir in der Stunde haben, dieser Swing nach unten vom Prinzip her. Und da sehen wir dann die nächsten Marken hier, wo Haltepunkte sind vom Markt. Das ist bei 111,329, dann hier oben dieses Level bei 111,614 und dann dieser obere Bereich bei 111,9 in diesen Limiten drinnen. Da kann der Markt hinlaufen, wenn er positiv
tendiere das hier als Idee. Auf der anderen Seite natürlich, es kann auch immer wieder passieren, das haben wir ja auch schon sehr, sehr oft gesehen, dass die übergeordnete Marktdynamik, wenn der Markt hier wirklich nicht rüberkommt, dass es auch passieren kann, dass der übergeordnete Trend wieder aufgenommen wird. Wenn wir hier unten brechen, dann ist es natürlich auch möglich, dass der Markt weiter nach unten läuft. Erster Anlaufpunkt wäre dann natürlich hier unten dieses Tief vom März, von Ende März, da waren wir bei 110, knapp 4, und danach ist nach unten hin doch einiges an Platz, was dann die Märkte nach unten bewegen kann. Was passiert? Wir wissen es nicht. Aus aktueller Sicht schaut der Markt eher so aus, als würde er hier in diesem Unterstützungsbereich weitere Stärke finden. Und wenn er diese Stärke findet, habe ich das Szenario, was dann entsprechend passiert, ja auch gerade auch miteinander besprochen. Okay, so viel zu den entsprechenden Währungspaar bzw. Indizes als Handelsideen für heute. Und dann bin ich Ihnen noch schuldig den Blick auf die Nachrichten. Wir sind heute sehr früh in die Charts hineingegangen, aber die Tagesnachrichten, die sind sehr, sehr wichtig, weil diese einfach die Märkte auch bewegen können. Und da sind wir hier gleich bei der Übersicht für die heutigen Tagesnachrichten. Wie bereits avisiert, als wir den britischen Index besprochen hatten, um 10.30 Uhr gibt es wichtige Nachrichten aus Großbritannien, nämlich die Einzelhandelsumsätze. Im Vormonat waren das 0,8 im Zuwachs, also ein Plus von 0,8. Die Prognose aktuell ist ein Minus von 0,5%. Um 10.30 Uhr werden wir hier die Fakten auf dem Tisch haben. Dann um 14.30 Uhr in den USA auch die wichtige Nachricht um den Philly Fed Herstellungsindex. Hier ist die Prognose auch etwas rückläufig. Das heißt, man erwartet hier einen Wert von 20,8. Also heute Morgen um 10.30 Uhr wird es sehr interessant mit den Briten. Um 14.30 Uhr wichtige Informationen aus den USA, also kurz vor Handelseröffnung am US-Markt. Und bei uns in Europa ist auch ein wichtiges Treffen der Finanzminister, der EU-Finanzminister, um 12 Uhr angesetzt. Also da kann es auch die ein oder andere Information rund um Thema Finanzen in der Eurozone geben. Und in den USA gibt es dann auf der Relevanz Nummer 2, also auf der mittleren Stufe, noch die Informationen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Die werden in etwa so erwartet wie bei der vorherigen Meldung. Also hier die Informationen für den heutigen Tag, die die Kurse auch bewegen können. Und an dieser Stelle bedanke ich mich für Ihr Interesse an dem heutigen Webinar. Wir lesen morgen wieder im Blog voneinander. Dann ist morgen Freitag, da gibt es wieder um 9 Uhr das Webinar mit dem Blick auf die aktuellen Handelsideen und danach gleich noch dran ein paar Schulungsdinge bzw. der Wochenvorausblick für die nächste Woche, wo wir einfach schauen, was sind die wichtigsten Nachrichten für die nächste Handelswoche, und wir analysieren einfach mal die Lage an den wichtigsten weltweiten Indizes und, wenn Sie mögen, natürlich sehr gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt von Ihnen. Wenn Sie hier im Nachgang auch zuschauen auf YouTube, dann gerne liken Sie den YouTube-Kanal, werden Sie Abonnent, dann verpassen Sie hier auch auf YouTube nicht mehr eines unserer Webinare, oder liken Sie auf Facebook die Website bzw. die Facebook-Seite von Tickmill, um hier auch immer auf den Laufenden zu bleiben. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen einen schönen Handelstag und dann bis morgen an dieser Stelle. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.